herzlich willkommen zu Heiger unterwegs, heute wieder aus Dilbrecht. Mein Name ist Hartmut Eglinski, ich bin hier Pfarrer. Möchte Ihnen mit auf den Weg geben für das Jahr 2022 die Jahreslosung. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, spricht Jesus, den werde ich nicht abweisen. Also ich finde es spannend, was für Menschen Jesus wohl im kommenden Jahr mir über den Weg schicken wird. Jesus, er war ja ein VIP. Von VIPs erwartet man eigentlich, dass sie einen Bodyguard haben oder so wie früher die Szene-Diskotheken Türsteher, die ganz genau gemustert haben, wer da kommt, wer rein darf, wer nicht. Die Jünger haben ja schon mal diese Rolle übernommen, als sie die Kinder weggeschickt haben. Ja, wen würde also Jesus heute nicht abweisen? Bei der Begrüßung, die wir hatten im letzten Gottesdienst, da konnte ich ein kleines Video sehen, gestaltet von Jonathan Schöps, zu finden auf der Homepage www.undarstellbar.de. Dieses Gedicht hat mich angesprochen und ich möchte es uns allen zu Gemüte führen. Wen würde Jesus heute nicht abweisen? Es ist sozusagen ein kleines ABC der Gastfreundschaft vielleicht auch. Ausgestoßene und Analphabeten, Beamte und Barkeeper, Chaoten und Charismatiker, Depressive und Durstige, Ehebrecher und Eilige, Frauen und Funktionierende, Gehörlose und Genderaktivisten, Hilflose und Heuchler, Individualisten und Insassen, Jünger und Jesuskritiker, Klimaschützer und Kinder, Langzeitarbeitslose und Logiker, Männer und Migranten, Nörgler und Nonnen, Opas und Ohnmächtige, Politiker und Prostituierte, Quere und Querulanten, Raucher und Rettungssanitäter, Spirituelle und Singles, Tätowierer und Traditionelle, Überzeugte und Ungetaufte, Virologen und Veganer, Würstchenesser und Wütende, X-Beliebige und X-Förmige, YouTuber und Yogalehrer, Zyniker und Zweifler. Wen weise ich ab? Ich möchte üben, anders zu sehen, die Menschen anders zu sehen. Das besonders angesprochen haben mich die X-Förmigen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie, ja doch, ehrlicherweise muss ich sagen, ich mich so ein bisschen früher lustig gemacht habe über die X- oder O-beinigen Fußballer. Also Pierre Littbarski war da so einer zum Beispiel. Konnte man so doch ein bisschen drüber lästern. Und ein kleines Beispiel nur. Aber dennoch, wenn ich einen Menschen so danach betrachte, dann ist das doch so, als ob ich in meinen Gedanken einen Türsteher positioniere vor meinem Herzen. Wo dieser O-Beinige oder X-Beinige oder wer auch sonst in diesem ABC erwähnt wird, ja, der hätte es vielleicht erstmal ein wenig schwer, Zugang zu meinem Herzen zu bekommen. Aber Jesus sagt, wen weise ich ab? Er fragt das dich, er fragt das mich, wen weise ich ab? Und wenn du von dir sagst, dir ist Jesus wichtig und du ihm also glaubst, vertraust, dann lebt er ja in dir, dieser lebendige Gott. Und er lebt in dir und fragt dich, wen würdest du abweisen, den ich gerne dabei hätte? Und das ist dann die Herausforderung für die Türsteher unseres Herzens. Jesus zum Türsteher zu machen, der offen ist dafür, in Kontakt zu treten mit denen, die anders sind, die uns schwierig oder komisch vorkommen, die eben nicht so ticken wie ich. Und das wünsche ich uns.
dass wir auf diesem Weg durch Haiger, unterwegs in Haiger im kommenden Jahr, dass wir solchen Menschen begegnen mit offenem Herzen und vor allem, so wie Jesus, bedingungslos, bedingungslos geliebt. Ja, ich wünsche ein gesegnetes Jahr 2022.